Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich befinde mich gerade vor DM und möchte gerne ein Video drehen, in dem ich eure Fragen beantworte. Ich habe euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen zu DM bzw. zu Produkten von DM. Was empfiehlst du für eine Foundation? Was ist der beste Nagellack? Gutes Deo gegen Geruch und Schwitzen und. Viele, viele Fragen. Ich habe mir einige markiert und jetzt werde ich gemeinsam mit euch bei DM rein. Reingehen, euch die Produkte zeigen. Ihr wisst, ich habe, glaube ich, von allen Produkten bei DM mindestens 50% getestet, also schon sehr, sehr viel. Ich bin wirklich sehr viel bei DM und sehr viel am Probieren und habe einen großen Erfahrungsschatz, was das Ganze angeht und habe auch sehr positive Rückmeldungen von meinen Followern bekommen. Also ich glaube, 80% von dem, was ich euch empfehle, klappt bei meinen Followern genauso gut. Das freut mich sehr und das ist auch schön, dass ich mir so viel Vertrauen von euch aufgebaut habe und ja, deswegen gehen wir jetzt bei DM rein. Ich zeige euch da Sachen, nach denen ihr fragt und beantworte eure Fragen und es geht los nach dem Intro. So, wir beginnen mit den ersten Fragen. Eine Empfehlung für eine deckende Foundation für ölige Haut. Also ich habe trockene Haut, die zu Unreinheiten neigt, aber ich habe auch schon Foundations für ölige Hautsachen getestet, wobei da muss man immer gucken, weil die Haut sich unterscheidet. Habe aber auch wahnsinnig viele Rückmeldungen von meinen Followern mit öliger Haut bekommen und zeige dir jetzt mal, was sie sagen, was ich so bestätigen kann mit meinen Erfahrungen, auch wenn meine Haut ein bisschen anders ist und zeige dir jetzt die besten Foundations für ölige Haut, die am meisten decken. Das Ding ist, dass Produkte für ölige Haut oft mehr Pigmente haben und dadurch decken sie sowieso oft viel mehr, weißt du? Wenn du trockene Haut hast, hast du oft Foundations, die nicht so viel Pigmente haben, damit sich das nicht alles festsetzt und cakey wird und. Also da hast du schon mal Vorteile und ich zeige dir jetzt einfach von günstig zu teuer die besten Foundations. Die günstigste Foundation, welche sehr, sehr gut ist bei öliger Haut, ist von Catrice die All Shine Matte Control Foundation. Die kostet 6,45 Euro, ist vegan und die ist da ziemlich, ziemlich nice, aber ich zeig dir noch mehr. Diese Foundation hier von Maybelline, die Fit Me Foundation, für 5,45 Euro ist hier einmal für normale bis fettige Haut und hier normale bis trockene. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe beide benutzt, beide klappen bei mir super, aber auch das, ja okay, die andere war jetzt teurer. Ich hatte Catrice günstiger in Erinnerung. Aber auch das hier ist eine richtig, richtig tolle Foundation, die ich da sehr, sehr empfehlen kann. Und zu guter Letzt von L'Oreal zum Beispiel diese Puder Foundation, wenn du Puder Foundations mehr magst. Oder diese Infallible Foundations. Also die sind auch wahnsinnig gut und die sind auch am stärksten von der Deckkraft. Und halt ziemlich passend für ölige Haut. Dann wurde nach dem besten Nagellack gefragt und es gibt ziemlich viele Nagellacksorten in der Drogerie. Ich glaube, ich habe fast alle getestet, die es gibt. Ich glaube 70-80% von denen. Und ich muss sagen, für mich ist immer noch die beste Sorte von Essie der Nagellack. Der ist halt auch der teuerste. Alle anderen Sachen kamen für mich nicht ran. Also sei es Maybelline oder Sally Hansen, sei es vom Applikator, sei es von der Deckkraft, sei es von dem ganzen Tamtam. Diese Expressi-Dinger fand ich Schrott. Also die haben sich für mich gar nicht gelohnt, aber Essie-Nagellacke benutze ich halt wirklich schon seit Jahren und das sind so meine Favoriten. Ansonsten als zweite Wahl wären diese Catrice-Nagellacke auch ganz gut. Da ist natürlich ein Preisunterschied. Was ich auch ziemlich gut finde, sind von Trended Up diese UV-Power-Gel-Sachen. Aber umso günstiger es wird, umso mehr Schwierigkeiten hast du. Guck mal, so viel wie ich mit Kosmetik und Pflege zu tun habe, bezahle ich gerne mehr, damit ich kein Drama habe. Zum Beispiel der Trended Up-Nagellack ist nicht schlecht. Der kostet 2 Euro. Da ist der Applikator aber nicht so gut wie von Essie, weißt du? Da muss man gucken. Zahle ich 8 Euro mehr, weil der Applikator mir wichtig ist? Mir persönlich ist es wichtig. Oder habe ich kein Problem damit, dreimal über den Lack zu gehen und solche Sachen? Aber das wären so die drei Nagellacke, die ich aus der Drogerie am meisten mag. Bei Trended Up auch nicht alle Farben, also eher so die gedeckten Farben. Und bei Essie finde ich halt wirklich fast alle gut. Was ich euch aber nagellackmäßig sehr empfehlen kann, sind diese beiden Produkte von Trended Up für 2 Euro der Topcoat. Und diese Quick Dry Drops, da könnt ihr ruhig die günstigen nehmen. Die sind genauso gut wie die teuren. Da könnt ihr euch die 8 Euro auf jeden Fall sparen. Das sorgt halt dafür, dass dein Nagellack schneller trocknet und das kann ich sehr empfehlen. Dann wurde nach einer Foundation gefragt für trockene Haut. Da zeige ich euch einfach verschiedene, die ich gerne mag. Das hier ist eine richtig, richtig tolle Foundation von Trended Up, die Rosy Touch Make-Up Foundation. Die ist sehr, sehr schön bei trockener Haut und die hat wirklich, also was hier steht, kann ich so bestätigen. Es ist eine recht natürliche Foundation mit einem kleinen Glow und die mag ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier diese feuchtigkeitsspendende Foundation von Catrice für 6,95 Euro. Die ist im Gegensatz zu der Trended
Blended Up Foundation. Ein bisschen deckender vom Ganzen her. Hat aber auch einen kleinen Glow so. Hat auch, glaube ich, eine größere Packung vom Inhalt. Und ist auch eine richtig tolle Foundation, wenn man trockene Haut hat. Und die besten Foundation für mich aus der Drogerie, obwohl die hier für ölige ist und das hier für trockene und normale, sind wirklich diese Maybelline Fit Me Foundations. Die haben auch wirklich richtig, richtig tolle Farben. Das kann ich da sehr empfehlen. Das finde ich richtig, richtig klasse. Aber eine habe ich noch für euch. Manchmal hat man ja auch Vorlieben bei den Marken und so, weißt du? Deswegen zeige ich euch auch immer verschiedene Marken. Von L'Oreal die Perfect Match Nude Foundations mit so einem Serum. Ich finde, dass sie sich im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr lohnen. Es sind sehr, sehr leichte Foundations, sehr, sehr natürlich. Da muss man halt gucken, möchte man heute einen natürlicheren Look oder einen künstlicheren, aber auch hier mit trockener Haut super. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, Bro, nimm einen guten Primer, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und ein guter Primer bei trockener Haut wäre zum Beispiel der hier. Erstmal nimmst du eine schöne, gute Tagespflege und danach nimmst du zum Beispiel diesen Primer. Die hier sind allgemein von Maybelline und ziemlich gut passend auf deine Hautsachen abgepasst. Der ist sehr, sehr schön dafür. Die nächste Frage. Hast du ein gutes Deo gegen Geruch und Schwitzen? Und ich unterscheide bei Deos immer. Es gibt welche, die sorgen dafür, dass du nicht so schnell schwitzt. Es gibt welche, da stinkst du schon ein bisschen, dann nimmst du dieses Deo. Ich zeige dir jetzt einfach mal meine liebste Kombi. Und zwar von Nivea das Fresh Pure Deo. Das ist das, was ich nehme, damit ich nicht so schnell schwitze. Und das kann ich da sehr empfehlen. Das nehme ich seit vielen Jahren. Und wenn ich dann ein bisschen stinke oder um nochmal was drüber zu packen für einen schönen Duft, nehme ich einfach eins von diesen Balea Deos. Das sind auch Favoriten, die ich seit vielen, vielen Jahren habe. Alternativ zu Balea kannst du auch von Fahr eins von den beiden nehmen. Das sind auch sehr, sehr schöne Deos, die richtig gut riechen und die ich da auch sehr empfehlen kann. Dann wurde gefragt, was ist der beste Concealer für trockene Haut? Da zeige ich dir jetzt auch verschiedene von verschiedenen Marken. Da muss man halt gucken, da kommt es dann drauf an, weißt du. Es gibt verschiedene Unterschiede, zum Beispiel beim Preis natürlich, beim Applikator. Manche sind vegan, manche nicht. Da muss dann jeder für sich entscheiden. Aber alles, was ich dir zeige, habe ich auch selber getestet und kann dir deswegen meine Erfahrungswerte zeigen. Also alles, was ich euch heute in diesem Video zeige, weißt du. Ein sehr, sehr schöner und veganer Concealer, den ich sehr empfehlen kann, ist der Instant Awake Concealer von Catrice für 4,95 Euro. Er ist vegan, er deckt schön ab. Er hat so einen Applikator vorne mit so einem, ich komme jetzt nicht drauf, aber du weißt, was ich meine, das da. So mag ich sehr gerne. Hier hast du noch einen schönen Concealer von Catrice. Der ist auch richtig, richtig klasse. Der ist nochmal stärker von der Deckkraft im Vergleich zu dem hier. Aber der ist auch richtig toll bei trockener Haut. Der kriegt da nicht so schnell in die Fältchen. Dann haben wir hier von Maybelline die Fit Me Concealer. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Das sind sehr natürliche Concealer, die du schön aufbauen kannst. Die auch richtig, richtig klasse sind bei trockener Haut. Und die besten Concealer für mich sind von Maybelline die Löscherauge-Concealer-Farben und Sticks. Da nehme ich am liebsten die Farbe 05 Brightener. Die haben einfach für mich eine schöne, starke Deckkraft. Sie kriechen kaum in die Fältchen. Sie haben einen tollen Applikator. Und Bro, die sind teilweise für mich besser als High-End-Concealer. Ich habe welche von Kat Von D und dies und das. Die sind nicht ansatzweise so gut wie die. Und die kann ich da auch sehr empfehlen. Dann wurde gefragt, welche Haargummis kannst du empfehlen? Und ich habe schon so viele Haargummis probiert. Die meisten reißen tatsächlich bei mir, weil ich habe ja eigentlich sehr, sehr dickes, sehr krauses Haar. Es wird nur permanent professionell behandelt, damit es glatt und ordentlich ist und ich glätte es und so. Ich habe viel nach Alternativen geguckt. Es sind aber für mich leider die besten, weil sie halt ein bisschen teurer sind. Sind von Invisibobble diese Power Haarbänder. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie für weniger Haarbruch sorgen, als wenn du solche Haarbänder hast mit Metall. Solche kannst du sowieso bei mir knicken, die brechen sofort ab. Und hier hast du 3 Stück für 6 Euro, das heißt 2 Euro pro Haarband. Die Power-Dinger sind nochmal für sehr, sehr dicke Haare und das sind so wirklich meine Favoriten. Also ich kaufe manchmal bei Teddy welche, die so ähnlich sind, aber man merkt natürlich schon Unterschied. Doch, auf jeden Fall. Also ich greife immer wieder zu denen, weil da hast du halt kein Drama und keine Probleme und es hält und sitzt einfach, weißt du. Dann fragte jemand, welches Enthaarungsprodukt empfiehlst du bei dicken, dunklen Haaren? Ich weiß jetzt nicht, was sie meint, weil ich benutze zum Beispiel bei meinen dicken, dunklen Haaren einfach einen 5-Klingen-Rasierer für Herren und Rasieröl. Falls sie Enthaarungscreme meint, zeige ich euch jetzt die beste, die ich kenne, weil ich habe die meisten Enthaarungscremes in der Drogerie probiert und bei meinen dicken südländischen Haaren haben sie kaum geholfen. Guck mal, ich weiß jetzt nicht, ob das die ist, die ich meine, weil eigentlich gibt es von Wet Man eine Enthaarungscreme für Männer. Die hat aber eine blaue Packung, die sehe ich hier nicht, aber auf jeden Fall von Wet, die Enthaarungscreme für Männer ist für mich persönlich die beste bei dicken braunen Haaren.
Dann fragte eine Followerin, was holst du im DM zur Reinigung und Pflege der Pinsel und Co. Es gibt nur zwei Produkte, die ich aus der Drogerie benutze zur Reinigung und Pflege meiner Pinsel. Und das erste Produkt ist das, was ich so für Pinsel nutze mit flüssigen Produkten, weißt du? Beauty Blender, Foundation Pinsel, alles was mit flüssigen Produkten zu tun hat, weil ich finde, das musst du noch mal intensiver reinigen als so ein Lidschattenpinsel. Und zwar von Balea das Reinigungsöl für 2,45 Euro. Erstens ist es für mich das beste Abschminkprodukt in der Drogerie. Zweitens ist es ein richtig, richtig tolles Produkt zum Reinigen deiner Pinsel und auch Beauty Blender und das nehme ich da sehr gerne. Preis-Leistungs-Verhältnis ist Hammer. Ich habe da auch schon andere Produkte für 10, 15 Euro getestet. Nein, Mann, spar dir das Geld. Das von Balea reicht völlig aus. Und meine Lidschattenpinsel reinige ich ja nach jeder Nutzung. So, und da benutze ich ein Produkt, das hat mir meine Followerin empfohlen. Seitdem nutze ich das und habe es immer zu Hause und nutze es seit vielen Jahren. Oh, wir sammeln Schritte, Digis. Wir sammeln heute Schritte. Das Pinselreiniger-Spray. 2,95 Euro und das benutze ich quasi für alle Pinsel mit Puderprodukten. Also meine Lidschattenpinsel reinige ich nach jedem Schminken, Rouge, Bronzer und sowas. Kommt immer drauf an. Aber das wäre so das zweite Produkt aus der Drogerie, was ich halt für Pinselkram benutze. Und das sind auch die einzigen Produkte, die ich aus der Drogerie dafür benutze. Dann wurde ich nach dem besten Primer gefragt und ich weiß, manche Sachen kennt ihr höchstwahrscheinlich schon, aber manche Follower oder viele Follower sind neu und kennen sie nicht. Ich zeige euch jetzt den besten Primer als Allrounder. Guck mal, ich kenne hier richtig tolle Primer für trockene Haut und dies und das. Aber dieser Primer passt wirklich zu fast allen Hauttönen und Hautarten. Außer du hast sehr, sehr, sehr helle Haut. Ja, moin, ich habe ein Video gedreht, wo ich für meine Follower heute einkaufe. Der volle Einkaufswagen ist da hinten und deswegen ist der Primer jetzt nicht mehr hier. Ich laufe gleich mit euch zum Einkaufswagen. Da waren nur noch 3 Stück und die habe ich gekauft. Und zwar für 5,95 Euro von Catrice, der 10 Sensational Primer. Das ist der allerbeste, den ich kenne. So, er sorgt dafür, dass dein Make-up schön lange hält. Du hast einen schönen, frischen Glow. Er funktioniert mit jeder Foundation, also ein absolutes Hammerprodukt. So, und ich habe Primer für 30, 40 Euro. Die sind nicht so gut wie der. Ich zeige ihn euch mal im Einkaufswagen. Warte. Ich habe meinen Einkaufswagen hier geparkt. Ich habe nämlich noch ein Video gedreht, wo ich für meine Follower einkaufen war, weißt du. Das ist dieser Primer. Das ist für mich der allerbeste aus der Drogerie. Für den würde ich sogar 30 Euro bezahlen, weil er einfach hammergut ist. Dann wurde ich gefragt, ist Balea Reinigungsschaum mild fürs Gesicht gut? Ich habe ihn genutzt und ich kann sagen, ja, er ist für trockene und sensible Haut. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich teste ja viele Reinigungsschaumprodukte von 2 Euro bis 20 Euro oder 25, glaube ich, kostet der teuerste. Und ich merke da keinen Unterschied, der für mich den Preis rechtfertigt. Weißt du, wie ich meine? Bei dem für 20 Euro ist deine Haut vielleicht minimal weicher danach. Aber ich glaube, das sind auch so Unterschiede. Da achtet man als Person, die nicht irgendwie 1 Million Sachen testet, nicht so heftig drauf. Deswegen mit Balea fährst du eigentlich gut. Der ist auch gut, kann ich auch empfehlen. Oh, irgendwas spinnt gerade mit meiner Mascara. Aber die nächste Frage handelt auch von Mascara. Was hältst du von der High Sky Mascara? Von der Sky High Mascara, meint sie. Die war damals so gehypt auf TikTok. Guck mal, ich probiere nicht immer mit den neuesten Trends mitzumachen, weil das mir auch zu anstrengend, Digga. So habe ich auch keinen Bock drauf, irgendwie, oh, immer die Erste zu sein auf YouTube. Und bin ich auch nicht gut genug drin, so, ne? Ganz, ganz selten gebe ich da irgendwie Einsatz, damit ich als Erste von der Palette berichte oder was weiß ich. Die Sky High Mascara war so gehypt damals auf TikTok. Ich habe die extra im Ausland bestellt. Ich habe das Dreifache bezahlt, damit ich eine der Ersten bin. Ich muss sagen, ich finde sie im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Die Mascaras von Maybelline werden immer besser. Früher fand ich wirklich sehr, sehr viele ziemlich schlecht von denen. Ich zeige euch mal, welche Mascara sie meint, falls ihr sie nicht kennt. Ich finde, sie ist nicht so krass, wie der ganze Hype sagt. Sie ist aber ziemlich gut. Sie zaubert eine schöne Länge, sie zaubert ein schönes Volumen. Sie ist da nicht so heftig, dass sie jetzt Panda-Augen macht. Ich habe zum Beispiel heute diese Mascara drauf. Die habe ich das erste Mal getestet, die habe ich zugeschickt bekommen. Die macht ein bisschen Panda-Augen. Aber ich finde, die Sky High Mascara kann ich schon empfehlen. Das ist für mich schon eine der wirklich, wirklich guten Mascaras in der Drogerie. Dann fragte eine Followerin, was ist das beste Haaröl? Und von den ganzen Haaröls, die ich bisher getestet habe, fand ich das von Langhaarmädchen am besten. Das war für mich wirklich schön pflegend und so, dass es deine Haare nicht beschwert, schnell einzieht und dass es auch nicht so fettig ist. Hier seht ihr das für 4,95 Euro. Das ist für mich ein richtig, richtig tolles Produkt. Ihr habt hier auch nochmal die Möglichkeit, das Haaröl in klein zu kaufen, falls ihr nicht direkt 5 Euro ausgeben wollt. Aber das ist so bisher für mich das Beste. Dann war die Frage, Empfehlung gegen Rasierpickelchen. Ich zeige euch jetzt einfach mal 3 Produkte, die ich in dieser Reihenfolge benutzen würde, damit ich keine Rasierpickelchen
Artikelchen bekomme. Als erstes von Kneipp das Verwöhnpeeling. Alles klar, das habe ich auch leer gekauft. Ich zeige es euch mal im Einkaufswagen. Heute ist Warenauffülltag bei DM, deswegen wird das auch alles relativ schnell wieder aufgefüllt. Das ist für mich das beste Peeling aus der Drogerie. Das würde ich als erstes nehmen mit einem Peeling-Handschuh, damit die eingewachsenen Härchen schön rauskommen. Danach würde ich einen 5-Klingen-Rasierer nehmen, für Männer, nicht für Frauen. So, weil als behaarter türkischer Bär habe ich hier viele Rasierer ausprobiert von den Frauenrasierern. Da müsst ihr gucken, welcher euch am meisten anspricht, von der Breite der Klinge und. Aber mit 5 Klingen macht ihr nichts falsch. Und ich würde auf jeden Fall vom Balea das Rasieröl nehmen, weil das sorgt nochmal dafür, dass man sich besser rasieren kann, dass die Haare gefühlt langsamer nachwachsen. Und das ist für mich eins der besten Produkte, was Enthaarung angeht. Wichtig ist, wenn ihr euch rasiert, dass ihr den Rasierer oft sauber macht, weil das Öl sonst die Klinge verstopft. Dann war die nächste Frage, kannst du eine gute Bodylotion empfehlen? Ich würde gerne eine benutzen, die Feuchtigkeit gibt. Ich zeige euch jetzt verschiedene Bodylotions, die ich alle empfehlen kann. Da kommt es wirklich auf die persönlichen Präferenzen an. Mögt ihr das, wenn es ein Bodyöl ist? Mögt ihr, wenn es parfümiert ist oder nicht? Aber alle davon machen eine babyweiche Haut. Als erstes ein absolutes Favoritenprodukt von mir, das Balea Beauty Öl. Ja moin, ich hole euch mal eine hübsche Packung. Das passiert aber, wenn ihr euch immer wieder damit eincremt, weil das Öl den Kleber wegmacht. Das habe ich sogar Bro, das habe ich in meiner Hochzeitsnacht benutzt. Verstehst du, wie ich meine? Es macht sehr, sehr weiche Haut. 3,95 Euro. Es ist ein tolles, pflegendes Öl. Es zieht sehr schnell ein. Du hast eine richtig tolle Haut danach. Und es hat einen sehr schönen, angenehmen, leichten Duft. Wenn du es parfümierter magst, sind diese Bodylotions hier sehr, sehr gut. Vom Balea für 1,25 Euro. Wenn es dir wirklich um viel Feuchtigkeit und viel Pflege geht und gar nicht darum, so weich wie eine Göttin zu sein oder so zu riechen oder was weiß ich, dann kann ich dir diese Balea Urea Body Lotion empfehlen für 1,95 Euro. Die ist wirklich für sehr, sehr trockene Haut und trotzdem nicht so, dass sie beschwert. Und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann schrieb eine Followerin, ich brauche einen Kajal, der auch bei tränenden Augen standhält. Ich zeige euch jetzt den besten Kajalstift aus der Drogerie. Er hält keinen unendlich krassen Heulanfall aus. Also wenn du einen riesen Streit hast und dann eine Stunde weinst, das hält er nicht aus. Ich habe aber irgendwie von 40, 50 Kajalstiften, die ich in meinem... Kajalstifte vielleicht 30, 40, die ich in meinem Leben getestet habe, noch nie einen gesehen, der einen Heulanfall aushält, der eine Stunde geht. Diese Kajalstifte von Maybelline, die Lasting Drama Gel Kajalstifte, hier haben wir jetzt einen grünen. 5,95 Euro, das sind die, die ich benutze. Ich habe Bobbi Brown, Chanel, alles mögliche an teuren Kajalstiften aussortiert, weil die einfach hammer, hammer gut sind. Und die halten es auch aus, wenn mal eine Träne fließt oder wenn deine Augen tränen. Dann gab es die Frage, gab es ein Produkt fürs Gesicht, was du überhaupt nicht vertragen hast mit Ausschlag? Und ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Produkte fürs Gesicht getestet und da gab es tatsächlich eins. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht geklappt hat. Natürlich hat es durch diesen Aha-Effekt und so irgendwie einen Effekt, dass es reizen kann, aber damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Für 8,85 Euro habe ich das gekauft. Und das war ein Produkt, ich weiß nicht, warum es hat bei mir nicht funktioniert. So, ich habe es 3-4 Mal genutzt, jedes Mal hatte ich Probleme. Damit habe ich dann angefangen, ein Video zu machen für meine Aufgebraucht-Reihe mit Produkten, die so schlecht sind, dass ich sie nicht zu Ende mache. Und das war halt wirklich eins davon. Mir schrieben Follower, ja, es kann am Aha-Effekt liegen, nutze es doch einfach zu Ende und so. Aber sei mir nicht böse, wenn ich 4-mal ein Produkt nutze und 4-mal Ausschlag bekomme, egal wie ich es mache, dann muss ich es auch nicht zu Ende nutzen. Da kenne ich andere AHA- oder BHA-Toner, die die Haut nicht so reizen, weißt du. Was gibt es für allergische, empfindliche Mischhaut? Da zeige ich dir eine sehr schöne Pflegereihe fürs Gesicht. Und zwar, wenn du trockene, empfindliche Mischhaut hast und wirklich sicher gehen willst, dass da nicht wirklich Reizungen sind, habe ich zumindest noch nie gehört. Vom Balea Med die Ultra Sensitive Reihe. Davon gibt es auch Gesichtspflege und das ist etwas, das würde ich jemandem empfehlen, der sehr empfindliche Haut hat, der da sehr sensibel ist. Achte mal drauf, Balea Med Ultra Sensitive, sei es Körperpflege oder sei es Gesichtspflege. Dann wurde nach einer Haarmaske bei trockenem Haar gefragt. Dann laufe ich da mal mit euch hin. Die Maske kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich habe sie euch schon so oft gezeigt, aber es ist für mich halt immer noch die allerbeste Haarkur aus der Drogerie. Nämlich von Garnier Fructis für 4,45 Euro die Banana Hair Food Haarkur. Du kannst sie als Spülung benutzen, du kannst sie als Leave-In benutzen und als Kur. Und das ist für mich ein top pflegendes Produkt bei trockenen Haaren. Dann wurde ich gefragt nach meinem liebsten Parfum von DM. Eigentlich nutze ich keine Parfums von DM, weil ich benutze meistens recht teure Parfums. Bei mir ist es immer sehr wichtig, dass sie sehr, sehr hochwertig riechen. Ich benutze dann auch noch von meinem Kooperationspartner Viva V Parfums, weil die sind recht günstig, aber auch sehr, sehr hochwertig im Duft.
Oder halt so Marken wie, Digga, Yves Saint Laurent, Gucci und so ein Tamtam. Es gibt aber zwei Frauenparfums aus der Drogerie, die ich habe, weil die verbinde ich einfach mega mit meiner Jugend und ich zeig dir jetzt welche. Einmal dieses Christina Aguilera Parfum, das habe ich mit 15, 16 genutzt. Das ist einfach so ein Jugendding bei mir, deswegen habe ich das. Ein Parfum, da habe ich mich mit 16 richtig sexy gefühlt, ist dieses Bruno Banani Pure Woman. Also das sind dann eher so Nostalgie-Düfte. Und das hier für Männer ist wahnsinnig gut. Das ist ein Dupe von dem Paco Rabanne 1 Million Parfum. Und das riecht richtig, richtig gut. Und das kann ich auch sehr empfehlen, wenn du jetzt nach Männerdüften guckst. Aber ansonsten, was Parfum angeht, ich liebe Düfte. Und mir ist auch egal, was mein Parfum kostet. Ich muss mich nicht damit spücken, oh Gucci, oh dies, oh das. Hauptsache, es riecht hochwertig. Es riecht nicht billig, komisch. Weißt du, wie ich meine? Dann wurde gefragt, Balea-Produkte, die du selbst auch feierst. Und ich habe so viele Balea-Produkte getestet. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn es 100 Stück waren, gab es vielleicht 5 Stück, die mir nicht gefallen haben. Also Balea ist für mich eine der besten Marken im Preis-Leistungs-Verhältnis. Oh, Digi, ich weiß nicht, was mit meinem Auge ist. Ne? Das tränt die ganze Zeit irgendwie. Spinnen heute meine Kontaktlinsen. Ich zeig dir einfach mal random Sachen von Balea, die ich alle mega mag, die auch ein fester Teil meiner Routine sind. Die Aquatuchmaske mag ich sehr gerne, nutze ich auch ab und zu. Die Anti-Pickel-Patches benutze ich regelmäßig. Balea-Reinigungsöl habe ich immer zu Hause. Diese Urea-Pflegereihe, auch absolutes Favoritenprodukt. Dann die ganzen Handseifen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier auch richtig, richtig schön. Die benutze ich auch sehr häufig zu Hause. Beautyöl, was ich euch gezeigt habe, die Body-Lotions. Also ich glaube, Balea ist so meine Top-Pflegemarke in der Drogerie. Da gibt es so viele Sachen. Wirklich, und da teste ich auch viel, um das mit Isana zu vergleichen und weil Balea günstig ist und sowas. Also doch, 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 das ist eine richtig tolle Marke. Dann wurde nach dem besten Hitzeschutzspray gefragt. Das habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Das ist jetzt gerade ausverkauft. Von der Firma Langhaarmädchen. Ach guck mal, haben sie auch aufgefüllt. Vorhin war das ausverkauft, als ich hier rumlief. 2,55 Euro. Musst du schön schütteln. Und für mich ist es das beste Hitzeschutzspray aus der Drogerie von denen, die ich getestet habe. Und ich habe hier einige getestet. Nicht alle, aber schon viele. Und das ist für mich einfach das allerbeste. Und gerade für den Preis, wow. Dann wurde gefragt, wie finde ich bei Make-up die richtige Nuance? Ich mache es so, ich habe bei mir auf dem Handy immer ein Foto von einem Swatch von meinem Make-up. So, ich habe bei MAC NC35 und das habe ich immer auf dem Handy. Und dann packe ich die Foundations bei mir auf den Handrücken und dann kann ich das schön miteinander vergleichen. Dann weiß ich immer, welche Foundation richtig ist und welche meine Nuance ist. Und ansonsten teste ich es gerne am Hals. So, ich werde jetzt mal meine Kontaktlinse raustun, Digis, weil die macht die ganze Zeit solche Probleme, dass ich schon weine, warum auch immer. Irgendwann, wahrscheinlich sogar dieses Jahr, lasse ich meine Augen lasern, dann haben wir das Problem nicht. Einen Moment. Ja moin, Digis, voll ärgerlich, aber ich kann so nicht weiter drehen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe meine Kontaktlinsen rausgenommen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Bindehautentzündung kriege, weil es tut immer noch ziemlich weh und brennt, obwohl ich die Linse raus habe und an der Linse ist auch kein Schaden. Also wird es irgendwie was Augemäßiges sein. Deswegen fahre ich jetzt lieber nach Hause, bevor es schlimmer wird. Muss mit meiner Brille fahren. Ich habe immer eine Notfallbrille im Auto, weil wenn du Kontaktlinsenträgerin bist und deine keine Linsen drin hast, musst du halt eine Brille tragen. Deswegen musste ich das Video jetzt leider früher beenden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber trotzdem habe ich euch ja einige Antworten gegeben und ich werde demnächst nochmal herfahren. Ich plane nämlich auch ein DM-Video, in dem ich euch nochmal Produkte zeige. Das heißt irgendwie, Özlem, zeig uns mal bla bla bla. Das wird auch noch alles kommen, aber für heute lassen wir es mal lieber, bevor es hier so dick wird und ich dann irgendwie echt Probleme habe beim Fahren. Ich hoffe trotzdem, dass euch meine Fragen und Antworten, also eure Fragen und meine Antworten ein bisschen geholfen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind mit Sachen, die ich euch so gezeigt habe. Ich freue mich da immer über eure Rückmeldungen. Lasst gerne ab und zu auf korrekt die Werbung durchlaufen. Damit unterstützt ihr mich, weil wenn ihr Werbung durchlaufen lässt, Digga, kriege ich Geld von YouTube wegen der Werbung. So, es ist nicht viel, aber es läppert sich umso mehr. Das machen ist auch cool. So, damit könnt ihr mich unterstützen. Ansonsten abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal. 2x die Woche kommen neue Videos. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.